Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Ja, ich würde sagen, ich muss die Capture Card hier ein bisschen leiser machen, glaube ich. Gut. Und wir setzen unsere Reise fort und gucken mal, ob wir eventuell dann heute am Ziel ankommen. Sag mal, bist du irre oder was? Alter Schwede. Noch keine Minute online und schon eine Schrecksekunde. Ist ja unglaublich. So. Das hätte fast gepasst. Ja, und hier ist gerade richtig was los, ne? Was wollte ich sagen? 374 Kilometer waren das eben. 370 noch knapp vor uns. Dann kommen wir am Ziel an. Ich denke mal, das sollte in dieser Folge klappen. Ich möchte natürlich vermeiden, dass wir nochmal schlafen müssen. Und ich glaube oder könnte mir vorstellen, dass das hinhaut. Es sei denn, der Maßstab hier ist wieder so überragend großartig, dass das nichts wird. So. Also spätestens, wenn das DLC draußen ist, werde ich die Rus-Map hier erstmal wieder runterfeuern. In der Hoffnung, dass es mir dann nicht mein Safe Game versaut hat. So. Eieieiei. Das war sportlich, oder? Aber gut, wenn dieser LKW hier in Schwung ist, muss man das ausnutzen. Ah, er hält da hinten an, wa? Okay. Ob wir noch mit rüberkommen. Oh ja. Das sieht doch gut aus hier. 350 Kilometer noch. Ich weiß gar nicht, was hier in letzter Zeit mit der Internetleitung los ist. Waren das vorgestern massiv Abbrüche? Das geht heute schon wieder los. Ganz ehrlich, ich bin seit 2006 bei Vodafone, damals noch Arcor, nie Probleme gehabt. Aber jetzt in der letzten Woche, das ist eine Katastrophe im Moment. Ja, gut, was wollen wir machen? So. Was kann ich erzählen? Nix, wir haben Donnerstag. Folge für Freitag. Wir haben 13.34 Uhr. Draußen ist es sonnig. Meine Katze schläft. Der blitzt uns doch gleich, oder? Was war mir klar? Oder stand da ein Blitzer? Ich bin mir gerade nicht sicher. Was fahren die hier überhaupt für ein Auto? Ford Escort oder was ist das? Irgend so ein Ford-Modell sieht das aus. Schön mit Spoiler hinten dran. Wow. Nee, ich werde versuchen, das heute echt zu Ende zu fahren. Mal gucken. Aber die Maßstäbe hier auf der Karte sind wirklich abenteuerlich. So. Und ich denke mal, wenn ich die Rus-Map wieder deaktiviere, werde ich so ein paar Kilometerchen neu fahren müssen. Es wird dann mal eine Nachtschicht oder so. Ja, guck mal, da hat man
Auch irgendwie so ein Kriegerdenkmal, würde ich mal behaupten. Ja, nee, ansonsten gibt es tatsächlich nichts weiter zu erzählen. Mich würde interessieren, wie sich dieses Spiel hier mit virtuelle Reality fährt. Also, ne, mit so einer Maske auf. Das heißt, du kriegst deine Umgebung eigentlich nicht mit. Sprich, wenn du nach links guckst, würdest du nach links aus dem Fahrerhaus, aus dem linken Fenster gucken, rechts aus dem rechten und so weiter. Runter. Keine Ahnung, vor allem sieht man dann mal, ob man seinen Kopf stillhält. Wo man eigentlich hinguckt beim Fahren. So doppelt durchgezogene Linie wäre mir jetzt erstmal wurscht. Hat keiner gemerkt. Wunderbar. Eieieiei. Die Straße hat's auch. Gottes Willen. Da kriegst du ja Hämorrhoiden von. So. Hatte ich schon erzählt, nachdem ich meinen Rechner aktualisiert habe, habe ich tatsächlich mein bestehendes Windows aktivieren können. Brauchte tatsächlich echt nur angeben, ich habe hier Mainboard bzw. ich habe Hardware getauscht. Und war das okay. Weil den Schlüssel, den ich nachgekauft habe, dafür kriege ich das Geld wieder, das hat nämlich nicht funktioniert. So sieht's aus. So, Imbiss auf der rechten. Sieht so aus, ne? Hat was davon. Ah, okay, auch noch so von früher, so diese Imbissbuden und so. Irgendwie war das klasse. Hast du mal eben angehalten, bis rein, hast eine Bratwurst gegessen. Ich glaube, das brennt ein bisschen. Warum ist eigentlich die Textur so eieieiei? Schön gemacht. Brennendes Auto. Ich glaube, in Russland hat man es so ein bisschen mit Denkmälern und sowas, ne? Also überall so ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, Propaganda will ich nicht sagen, aber schon irgendwie. Keine Ahnung. Kann sagen, Nationalstolz oder so. Schwierig. Aber ganz ehrlich, wir kriegen das wieder nicht auf der Reihe hier. Gut, dafür gibt es viel zu sehen. Look. Wir machen doch Kupplung eigentlich. Look-Kupplung, sagt mir was. Oh. Oh, es hat doch funktioniert hier, Mensch. Mal, irgendwie geht's bergab. Wir haben jetzt richtig Schwung drauf hier. Den nehme ich auch mit. Kannst du machen, was du willst, du. Sonst wären wir hier schon wieder nicht hochgekommen.
was wir da hinten zu schnell waren, sind wir hier zu langsam. Aber naja, was willst du machen? Alter, das zieht sich aber auch hier auf der Karte. Ich glaube, wenn ich mir Russland so auf der Weltkarte anschaue, kann ich mir vorstellen, dass das auch im realen Leben so ist. Dass sich das unheimlich in die Länge zieht. ...227 Kilometer, Mensch. Das ist ja nichts. Das wären 2 Stunden in etwa. Sagen wir mal, ja gut, na, wir fahren ja nicht ganz 100. Sagen wir mal 3 Stunden. Duster ist es dazu. So. Jetzt gar keine Mittellinien mehr. Mal kurz, wir schaffen es wieder nicht, ganz ehrlich. Und so werden wir auch definitiv noch mal schlafen müssen, weil das, ja. Wir fahren 90, wo 70 erlaubt sind. Na Gott, solange keiner blitzt, ist es ja okay. Jetzt wären wir sogar noch schneller. Aber hier brauchst du auch den Schwung. Wenn du den nicht hast, dann kommst du stellenweise nicht bergan. ...77, 76. Hier geht es wieder ein bisschen schneller. Ich werde mal gucken, ob ich das eventuell... Das wäre ja die Folge für den Freitag, die ich jetzt gerade mache. Wir haben Donnerstag, ja. Ja, dann habt ihr unter Umständen mal ein bisschen mehr zu gucken. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja, schon wieder Straßen jenseits von Gut und Böse. Ich will mal gucken, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit zum Fahren, wie viel da am Ende übrig ist, aber es zieht sich hier ganz, ganz, ganz extrem hin. Jetzt Genta. Normalerweise wären jetzt die 150 Kilometer, die wir haben, gar kein Problem mehr. Überhol mal. So. Ja, das echt mal mit so einer VR-Brille, ey. Das ist... Bin geneigt, das auszuprobieren. ...131...
wird echt nur schleppend weniger. Aber es wird schon früh hell, ne? Guck mal, 23.41 Uhr. Und der Himmel, ja gut, es ist jetzt Nacht, wahrscheinlich irgendwo Vollmond oder so. Ja, was heißt irgendwo? Wir haben nur einen Mond. Ist für alle derselbe Mond. So, pass auf. Wir hätten jetzt unsere Folgenlänge eigentlich beendet, aber ich würde das jetzt tatsächlich einfach mal versuchen, heute zu Ende zu fahren hier. Das Bett ist schon rot, 111. Hier, so fahren sie manchmal in Berlin, aber nee, das ist schlecht, das jetzt da zu machen, weil ich glaube, da gibt es eine Mittelleitplanke, oder? Ja. Da hätten wir jetzt richtig verkackt. Aber die fahren teilweise auch an der anderen Seite der Verkehrsinsel vorbei. Ist unglaublich. Dit ist Berlin, wa? Ah, guck mal hier, Rennen. Das macht doch jetzt wieder Laune hier. Der ist echt schneller als wir. Wir haben nichts im Motorraum. Gedacht, den packe ich mir jetzt, aber das war wohl nix. Oh, der bremst mich immer wieder aus, ey, ganz ehrlich. Ja, ich werde müde, ich weiß. Wenn der nicht ständig bei mir vor mir rumgurken würde, wäre ich wahrscheinlich auch schon längst weg. Wir probieren's. Wir riskieren's. War das brenzlig, wird es sowieso erst dann, wenn wir den ersten Bußgeldbescheid haben, ne? Karre ist aber auch sowas von grottenlangsam. Ah, er fährt ab. Ist das nicht schön? Wir fahren geradeaus weiter. Ich glaube, so wie das aussieht, ist hier kaum einer unterwegs. Da können wir wieder so ein bisschen aufs Gaspedal treten. Gibt es eigentlich schon E-Trucks hier? Nee, wa? Nee, ich möchte jetzt ungern auf den letzten 60 Kilometer noch anhalten. Ich weiß, dass ich müde bin. Es ist ein schneller Auftrag. Lass mich da lieber jetzt nochmal blitzen und versuch das echt hier durchzuknüppeln. Sehen eh nichts mehr hier in der Nacht. Also was soll's. Und wir haben die Folge ein bisschen überzogen. Ja, an dieser Stelle kann man sagen, vielen, vielen Dank für die Abos da draußen. Wenn das so weitergeht, habe ich mein Wunschziel bald erreicht. Das wären nämlich die 1000 Abonnenten. Deswegen, wer ohne Abo schaut, drückt einfach mal auf Abonnieren, klickt auf die Glocke, dann kriegt ihr mit, wenn es was Neues gibt. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Däumchen da.
Das Bußgeld war ja nur fürs zu schnell fahren. Das war ja nicht für Lenkzeitüberschreitung. Und ich habe auch jetzt keine Bedenken mehr, dass das nicht klappt. 20 Kilometer noch knapp. Ich glaube, das kriegen wir hin. Bußgeld für Lenkzeitüberschreitung haben wir noch nicht. Jetzt haben wir es. So, und ab jetzt wird's brenzlig. Das heißt, ich denke mal, auf den letzten 9 Kilometern werden wir jetzt hier nicht mehr so viel zu befürchten haben. Aber da gab es echt in der Vergangenheit Sachen, wo man sagen muss, wow, das ist schon hart an der Grenze. Aber das werden wir schaffen. Mit einmal schlafen. Ja, wo soll das Kind hin? Da hinten, okay. Großer Bauernhof hier. Da wird offensichtlich... Na, doch nicht. Sah so aus, als wenn da noch jemand am Schweißen ist hier mitten in der Nacht. Da rein, wa? Ja. Jetzt noch irgendwas sehen würde, wäre das noch umso besser. Aber das ist ja hier so eine Sache im ETS, ne? Mit dem besser sehen. Ich habe so die Befürchtung, ich nehme den Zaun gleich noch mit, oder? Kriegen wir das hin? Nee. Scheiße. Zu weit rausgefahren. Nö, ich will den selber parken. Ja, in diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein, liebe Leute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Und sage in diesem Sinne erstmal ciao, ciao, macht's gut. Bis dahin.